Freunde, was geht? Neue Eventwoche in GTA Online. Wir schauen uns das Ganze gleich an, aber zunächst natürlich erstmal rein in die Grüße. Und diese gehen natürlich mal wieder raus an die Kanalmitglieder auf der höchsten Stufe, die Fulltime-Gönner Adrian, Agerefo und Baskir. Männer, vielen lieben Dank euch, wie immer. Kuss. Ganz klassisch für die Eventwoche natürlich noch der Witz der Woche, der auch natürlich nicht fehlen darf, Freunde. Deswegen kommen wir jetzt zum Witz der Woche. Der kommt diese Woche vom legendären Omega Reversed. Warum hat die Polizei immer eine Schere dabei? Um den Verbrechern den Weg abzuschneiden. Ja, geiler Witz. Dog, Kuss für den Witz. Danke für die Einsendungen. Allgemein danke für alle Kommentare. Falls es gerade im Hintergrund ein bisschen laut ist, hier wird ein bisschen renoviert. Ich hoffe, man hört... Ja, ein bisschen laut ist es, aber vielleicht hört man es trotzdem nicht so arg. Wie dem auch sei, Kuss für die Kommentare, Freunde. Jetzt noch der wichtige Hinweis. Heute Abend, am Donnerstagabend, bin ich mal wieder live auf Twitch. Ab circa 20 Uhr. twitch.tv/easystretcher. Kommt gerne vorbei. Lasst schon mal ein Follow da. Lasst auch gerne schon mal ein Follow auf meinem Instagram da. Da kündige ich die Streams auch immer nochmal an. Alle Links zu Twitch und Instagram etc. unten in der Videobeschreibung zu finden. Und jetzt schauen wir uns mal die Eventwoche an, hätte ich gesagt. Die euch heute natürlich mal wieder präsentiert wird von... easystretcher Shop. Eine Perle der Natur. Genießen Sie es. Link in der Beschreibung, Kuss. So, als erstes natürlich die Belohnungen. Und zwar haben wir dreifach GTA-Dollar und RP. Und zwar auf die Gehälter für Associates und Bodyguards. Also wenn ihr Mitglied in einem Motorradclub werdet oder von eurem Kumpel als CEO angestellt werdet, gibt es jetzt diese Woche dreimal so viel Gehalt wie normalerweise. Mega geil. Dann gibt es noch Double Money. Und zwar beim neuen Kautionsbüro gibt es auf die Standard- und Most Wanted Kautionsaufträge jetzt Double Money. Was ganz geil ist, das neue Unternehmen kam ja mit dem Sommer-Update rein. Probiert das ja auf jeden Fall aus. Mit Double Money lohnt sich das Ganze auf jeden Fall. Und es gibt auch noch Double Money auf den Hunting Back Remix Gegnermodus. Außerdem natürlich wie immer eine wöchentliche Challenge und zwar 6 solcher Kautionsaufträge, egal ob Standard oder Most Wanted, zu erledigen. Und dann gibt es nochmal 100.000 Dollar obendrauf, also diese Woche auf jeden Fall. Nutzt das Kautionsbüro, wenn ihr es habt, dann gibt es auf jeden Fall ordentlich Cash. Und jetzt zu den neuen Inhalten, Freunde. Es gibt nämlich Geschenke und für uns Germans was ganz Besonderes, denn es gibt Oktoberfest-Geschenke. Ja, es gibt jetzt einmal ein Pisswasser-T-Shirt und eine Pisswasser-Shorts. Es gibt das sogenannte Alpin-Outfit, was nichts anderes ist als eine schöne Trocht fürs Oktoberfest. Hajo. Das gibt es jetzt in GTA, sehr, sehr geil. Und es gibt auch noch irgendwie... komische, wilde Folierungen für den Übermacht Cypher und für den Sentinel Classic. Schön für ein paar klassische BMWs aus dem bayerischen Motorenwerk, gell? Ein paar Folierungen, die Bilder, wie die Dinger aussehen, habt ihr ja hier gerade eingeblendet bekommen. Das gibt's als Geschenke bis zum 9. Oktober. Coole Sache. Kuss geht raus an Rockstar. Neue Inhalte natürlich auch noch die Raubüberfälle beim Schrotthandeln. Und zwar gibt es den Duggan-Raub mit dem Benefactor SM722, den Podium-Raub mit dem Obby Tailgater S und den Gang-Raub mit dem Dinka Sugoi. Keines dieser Fahrzeuge kann man behalten diese Woche leider. Bei Luxury-Autos stehen zwei neue Autos, und zwar einmal der D-Classe Yosemite 1500 und der Vapid Dominator GT. Und bei Simeon im Autohaus stehen der Duboshi Massacro, der Lampadati Viserys, die LCC Avarus, der Ocelot Swinger und der Schister Deviant. Das normale Zeitrennen ist das End-to-End-Zeitrennen, das HSW-Zeitrennen ist das Terminal-Zeitrennen und natürlich, Freunde, denkt an die täglich sich ändernden Junk-Energy- und RC-Bendito-Zeitrennen. Immobilienrabatte haben wir diese Woche leider nicht, aber es gibt natürlich ein paar Fahrzeugrabatte, und zwar 40% auf folgende Fahrzeuge, einmal den Anis RE7B, dann auch auf den Brute RCV, so heißt der in Englisch. Das ist einfach dieser wilde Polizeitruck mit Wasserwerfer etc. Ich denke, der heißt einfach Wasserwerfer. Ich weiß nicht genau, wie er im deutschen GTA genannt wird. Dann haben wir den bewaffneten Konada und den nicht bewaffneten Konada, also normalen Konada und den bewaffneten. Den Pegassi Osiris und den Savage gibt es sozusagen jetzt alles für 40% runtergesetzt. Damn, hier wird ein bisschen rumgehämmert gerade. Holy shit. 30% gibt es auch noch auf den Ocelot Swinger, die Pegassi Reaper, die Western Company Basra und die Western Company Seabreeze. So, das waren die Fahrzeugrabatte. Wir haben aber auch noch natürlich weitere Rabatte, und zwar wie immer für den Waffentransporter. Diese Woche 40% auf die Maschinenpistole. Sehr, sehr cool. Und dann kommen wir natürlich noch zum Podiumsfahrzeug, Freunde, und zwar der True Fate Narrow. Diese Woche kostet normalerweise fast 1,5 Millionen. Ist ein sehr cooles Auto. Eines meiner Lieblingsautos auf jeden Fall. Bugatti Chiron mäßig. Versucht deswegen euer Glück. Sehr cooles Ding. Und natürlich noch das LS Kami Preisfahrzeug, Freunde. Das ist diese Woche ein wunderschöner Obey iWagon. Ja, ziemliches Schmutzauto. Kostet tatsächlich auch über 1,7 Millionen. Deswegen könnte es vielleicht sich lohnen, das mal zu probieren, falls ihr da Bock drauf habt. Um den zu bekommen, müsst ihr aber 3 Tage in Folge ein LS Kamid-Rennen gewinnen. Völlig stressig, also überlegt euch, ob ihr das machen wollt. Und ja, die Testfahrzeuge im LS Kamid sind der Anis RE7B, der Bravado Buffalo und der Grotti Stinger GT. Das ist auch hier die Frage, wenn ihr zum Beispiel seht, der RE7B im Angebot, und wenn ihr den nicht zum Beispiel auf den Webseiten findet, dann müsst ihr eben in das LS Kamid gehen und da diesen Testwagen euch holen. Das ist sozusagen die Möglichkeit, die zu bekommen. Viele Autos sind ja immer nur temporär irgendwie auf den Webseiten erhältlich oder dann eben nur über die Autohäuser. Also ihr müsst immer ein bisschen schauen, wo es die Fahrzeuge gerade
Möglichkeit gibt. Wichtig auch noch zu guter Letzt, das Premium-Test HSW-Fahrzeug ist diese Woche der Anis Eurus X32, Freunde. Und damit war es dann auch das mit der heutigen Eventwoche. Ich hoffe natürlich auf jeden Fall, dass ich nichts Relevantes vergessen habe, was die Eventwoche betrifft. Falls doch, lasst es mich gerne wissen unten in den Kommentaren. Ist jetzt keine Mega-Woche. Ich meine, wir haben ein bisschen Geldbonus auf dieses neue Unternehmen, dieses Kautionsbüro, was natürlich eine coole Sache ist. Unternehmensboni sind immer gut. Schade, dass wir keinen Rabatt auf die Kautionsbüros jetzt haben, wie es sonst immer war. Aber im Vergleich zu den letzten Wochen ist es allgemein keine mega krasse Woche. Dennoch, ich will mich nicht komplett beschweren. Es geht auch deutlich schlimmer. Lasst mich gerne eure Meinung wissen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst gerne auch noch ein Follow auf Twitch und Instagram da, wie schon vorhin erwähnt. Alle Links zu meinen Socials, auch zu unserer GTA Online Crew und zum Discord etc. sind in der Videobeschreibung zu finden. Ich wünsche euch viel Spaß diese Woche, Freunde. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.